Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wie werde ich von einer riesigen Bossspinne vernichtet oder auch Child of Light. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich freue mich jetzt so richtig mal von der Bossspinne geplättet zu werden, vernichtet zu werden, zerstampft zu werden und vielleicht schaffen wir es am Ende sogar, ihr das zurückzuzahlen. Gut, ich hoffe, ihr freut euch dabei, mir dabei zuzusehen. Und wir legen los gleich. Ich habe nochmal ein bisschen die Okulis ausgewechselt. Wir hatten überall Feuerwiderstand drin. Und ich glaube, bei diesem Bosskampf ist kein Feuerschaden mit dabei. Ich habe jetzt das mal auf Erdwiderstand und körperlichen Schaden geändert. Dann schauen wir mal. Los, Spinne, zeig dich und kämpfe auf 3. 1, 2, 3. Warte ab, kleines Mädchen, für dich ist es vorbei. So. Auf ein neues. Riesenboss-Spinne Teil 2. Ja. So. Wen haben wir denn? Finn und die Aurora. Ja, wir könnten nie machen. Das wird aber wahrscheinlich zu lange dauern. Wir können es probieren. Oder ein Sternlicht auf alle. Was vielleicht sogar noch besser ist. So. Und Finn. Monsun war gegen die Große gut, aber die gegen die Kleinen nicht gut. Das heißt, wir schlagen mal die untere. Und die obere werde ich versuchen, hier so ein bisschen auszubremsen. So, die wurde erstmal unterbrochen. Mist. Die dicke Spinne ist auch noch zum Zug gekommen, aber sie hat nicht wirklich viel gemacht. So. Okay, die sind generell irgendwie gegen... Wow. Fieses Vieh. Die sind gegen Magieschaden anscheinend generell irgendwie nicht so anfällig. Das ist sehr schade. Ja, wir können es mal mit dem Feuer probieren. Das reicht wahrscheinlich nicht. Das geht auf Aurora. Vielleicht geht's ja. So. Dann machen wir einen Hieb auf alle. Vielleicht geht das besser. So, 15, ja, das macht irgendwie generell keinen Sinn. Und dafür ist die dicke Spinne gegen physische Angriffe nicht sehr anfällig. So, ich werde hier mal noch ein bisschen heilen. Ich sehe gerade, wir haben 3 Pflanzen hier im Level verteilt. Das müssen wir natürlich ausnutzen. So. Ich glaube, ich werde die Kleinen durchlassen und versuchen, die Große zu unterbrechen. Ah, Mist, hat nicht geklappt. Knapp. So, mal schauen, ob das Schaden macht. 19, ja, das ist natürlich physischer Schaden, oder besser gesagt, körperlicher. Ja. Die sind jetzt natürlich alle beschleunigt. Ich glaube, ich werde Finn nachher auswechseln. Ich habe das Gefühl, der ist irgendwie in diesem Kampf nicht sehr hilfreich. Na gut, versuchen hier nochmal so viel Schaden reinzuhauen, wie es geht. Wobei, ich müsste eigentlich jetzt einen auswechseln. Ich glaube, das machen wir mal, weil sonst werden wir höchstwahrscheinlich sterben. So, Gruppe. Und zwar holen wir die Nora rein für den Finn. Die ist auch direkt dran, das ist super, denn ich möchte gerne alle einlullen. Das war, glaube ich, das Verlangsamen. Oh. Na, Mist. Ausgewichen, sehr gut. Ah, Mist. Das war knapp, das war knapp. Aber knapp daneben ist leider auch vorbei. So, ja, jetzt... müssen wir wieder auswechseln. Der Robert könnte uns hilfreich sein hier. So. Pfeilregen. Der hat zum Glück... Das dauert ein bisschen weniger lange. Das ist eigentlich ganz gut. Mist. Ah. Das ist natürlich blöde, wenn wir die ganze Zeit unterbrochen werden. Dann wird es schwierig, diesen Kampf zu gewinnen. Vor allen Dingen, wenn die Leute schon wieder halb tot sind. So, nochmal einlullen alle bitte.
Und du machst bitte nochmal einen Pfeilregen. So, da kommt schön alle in die Vorbereitungszeit rein. Sehr schön. So, ich hier erstmal ein bisschen. Ja, Tempo erhöht, das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt wieder rückgängig gemacht, verlangsamt. Und die haben jetzt sowohl Tempoerhöhung als auch Tempo verlangsamt drauf, aber anscheinend ist das Erhöhung. Oh, die hat sich geheilt. Diese fiese Drecksspinne. So, Pfeilregen. Und. Ist jetzt die Frage, überlebt der Robert noch mal eine Runde? Ich hoffe es. Versteinern alle bitte. Ja, die untere Spinne da, die müsste direkt noch die Vorbereitungszeit reinkommen. Oh, kritischer Treffer. Unterbrochen. Ja. Der ist fast dran. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ausgewichen. Sehr schön. Die dicke Spinne ist sehr, sehr schnell dran. Vielleicht können wir das noch verhindern. Aber gegen die dicke sollten wir eigentlich Magieschaden machen. Aber haben wir gerade nicht zur Hand. Ja, versuchen wir sie zu unterbrechen. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber naja. Gut, eine ist schon mal tot. Gelähmt. Ja, super. Das gefällt mir nicht. So, ich hoffe, sie ist nicht mehr gelähmt. Doch, sie ist immer noch gelähmt. Na gut, ich glaube, Pfeilring bringt jetzt nicht mehr so viel, weil der Dicken macht das eh nicht wirklich viel. Also können wir auch direkt einen normalen Pfeil abschießen. Versuch sie noch ein bisschen zu verlangsamen. So, der ist auch weg. Gut, zum Glück ist sie jetzt so richtig, richtig langsam. Ja. Robert, du bist hier nicht mehr von Nutzen. Mach Platz für. Eigentlich hätte ich gerne Finn drin. Aber Finn ist fast tot. Egal, muss sein. Finn muss sich jetzt halt zuerst einmal selber heilen. Tränke, starkes Haltonikum, auf geht's. So, na kommt. Kann doch nicht so lange dauern, jawoll. So, wir brauchen hier ein bisschen Energie für das Glühwürmchen. So, dann lullen wir sie mal ein. Ach Mist. Was hat sie gemacht? So, sie ist verlangsamt. Das ist super. Dann können wir eigentlich die Nora auch auswechseln. Und zwar gegen Rubella. Damit wir ein bisschen Heilung haben. Schutz vor Leid auf alle. Das hört sich doch ganz gut an. Das machen wir mal. So. Lauffeuer, gib ihr. Mistvieh. Müsste doch jetzt eigentlich möglich sein, so 98, wenn sich nicht wieder heilt. So, jetzt müssen wir es unterbrechen natürlich. Das hat geklappt. Also ich konnte natürlich den physischen Schaden. Das ist schlecht. Sie macht sich dadurch schneller. Autsch. Ja, die Unterbrechung, gut. Das ist aber eigentlich nicht schlimm. Was macht mehr Schaden, Monsun oder Lauffeuer? Ich glaube, Lauffeuer hatte 90 gemacht. Wir probieren jetzt mal einen Monsun aus. So. Dann. Ja, Rubella, du bist gerade ein bisschen nutzlos. Wir tauschen dich mal aus. Wir brauchen keine Heilung. Das war gegen die Nora. Die bitte schön mal den Gegner einlullt. So, unterbrechen bitte. 139, okay, das macht mehr Schaden. Ah, Unterbrechung wird von ihr gekontert. Ups. Mieses Drecksvieh.
So. Sie ist immer noch verlangsamt. Wir haben keine Glühwürmchenenergie mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Na gut, gib ihr. Die Nora kommt direkt nochmal dran. Das ist schön. Nützt uns nur nicht allzu viel. Beschleunigen. Wir können uns alle beschleunigen. Das ist doch mal eine gute Sache. So. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal so ein Glühbirnchen-Elixier. Wo haben wir es denn? Ich will Nektar, Glühbirnchen-Elixier. Probieren wir das mal aus. Ja, das resettet ihn wieder leider. Aber wir kommen so schnell wieder zum Zug, das ist nicht allzu schlimm. So. Ja, versteinert du die mal ein bisschen. Sie hat kein Mana mehr. Ne, warte mal. Dann. Tränke. Ein Feennektar. Und zwar ein starker Feennektar. Oder haben wir nur drei Stück? Ne, nehmen wir normalen Feennektar. Muss reichen. So, dann Monsun. Gib ihr. Du elendes Mistvieh. Stirb endlich. 139. Ja, jetzt beschleunigt sie sich wieder. Das macht aber nichts, denn wir lullen sie auch direkt einfach wieder ein. Ich hoffe, das geht. Ja, jetzt hat sie was gemacht? Habe ich jetzt irgendwie nicht mitgekriegt. Schaden hat sich keine gemacht. So, dann geben wir ihm doch bitte nochmal einen Monsun mit rein. Und was haben wir denn noch? Ja, versteinern nützt irgendwie nichts. So, der müsste gleich einen Mana-Trank schlucken. Zum Glück sind wir viel, viel schneller als das Mistvieh. Sie wird jetzt natürlich die Unterbrechung kontern, aber dagegen können wir nicht allzu viel tun. So, du trinkst mal bitte einen Zaubertrank. So, sehr schön. Kontern. Beschleunigt sie sich. Ah, Mist. Was hat sie gemacht? Ich weiß es gar nicht. Sie ist auf jeden Fall wieder beschleunigt, das heißt, wir müssen sie wieder einlullen. Und ein Monsun, wie immer. Wow. So, wir können sie auch direkt unterbrechen, denke ich mal. Konter. Beschleunigt sie sich wieder. Das scheint sie irgendwie immer zu machen, wenn wir es unterbrechen. Das stört mich auch aber nicht so. Was war das? Wahrscheinlich hat sie sich Rüstung gemacht oder sowas. So, hier erstmal wieder ein bisschen Glühwürmchen-Energie. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir machen einfach weiter, Monsun. Sie scheint nicht allzu viel zu machen. Und auch nicht allzu viel vorzuhaben. Wir können sie nicht mehr einlullen. Ja, dann schluck mal einen Zaubertrank. Müsste jetzt eh wieder unterbrochen werden, genau. Ach, sie lebt immer noch. Beschleunigt sich wieder. Sie war sowieso schon beschleunigt. Das spielt also gar keine Rolle. So, erstmal unterbrechen. Ah, es reicht nicht. Sie greift mal wieder an. Crit. Gelähmt. Oh, sehr schön. Monsun. Drauf da, gebt ihr. Wow, sie lebt immer noch. Kann sein, dass sie sich geheilt hat. Glaube ich aber nicht. So, einlullen. Schön verlangsamen. Mistvieh. So, für einen Monsun reicht es nicht mehr. Zaubertrank. Und du versteinerst die mal nochmal. Ups, das war sie wieder richtig schnell. Runter sie wieder. Erhöht ihr Tempo.
Ja, was macht sie? Ah, sie hat den Finn gelähmt. Können wir das irgendwie aufheben? Moment mal, wir haben doch... Wir haben doch einen Trank dafür. Kuriert alle Statusleiden. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir nehmen nochmal ein Antidot. Hoffen wir, das funktioniert so. Scheint der Fall gewesen zu sein. So, dann geben wir ihr nochmal einen Monsun mit. Und lullen sie nochmal ein. Sie wird sich jetzt wieder beschleunigen. Das ist aber egal. Denn wir verlangsamen sie sofort wieder. Ja gut, jetzt kann sie einmal zuhauen. Können wir nicht verhindern. Macht aber nichts. Wir haben weiter auf sie rein. Und zoom. Zack. Gelähmt. Sehr schön. So, gib ihr nochmal einen Monsun mit rein. Das war's. Sehr schön. Das ging einfacher als gedacht. Und alle haben wieder ein Level Up. Hervorragend. Gibt aber diesmal nur einen Fertigkeitspunkt. Auch nur einer. Robert hat 2 erhalten bei Stufe 26 und jede Menge Attribute. Ausweichen Sternstaub, sehr schön. Magna Blut fließt wieder ganz befreit und hoffentlich für lange Zeit. So. Bolmus Populi, hört er. Magnas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen, bereit von der Königin Gefahr. Prinzessin? Aurora, bitteschön, der Herr. Ich danke euch in der Bolmus Namen, Aurora. Jetzt mit frischem Kapital in der Hand erschallt unser Marktruf wieder in den goldenen Ebenen von Lemuria. Du bist so gut. Das macht mir Mut. Dein Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Robert, die Beförderung hast du sicher. Was ist das für ein Gekicher? Margaret, deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Na, ob das ein Kompliment ist, ich weiß nicht so genau, Robert. Ich glaube, das üben wir nochmal. Magna ist gesund, die Kammer frei. Alles für deine Pfote, die Kleine. Schönste Margaret, willst du werden die meine? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Ja, das hat sich irgendwie nicht so beeindruckt. Margaret, warte, mein Herz. Fort ist sie brennend, der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert diese Flöte dein Los. Endlich kommt man die Flöte zum Einsatz. So, wir lauschen mal ein bisschen. Der schönen Musik. Die Aurora dafür uns spielt. Welch liebliche Melodie. Aber in ihren Verlust verschwinde ich nie. Leb wohl, mein Freund. Wir brechen nur auf mit unseren Zelten. Die Bolmus Papilli danken euch. Und werden es euch vergelten. In dieser oder in anderen Welten. Mir wäre eigentlich lieber in dieser Welt, nicht in einer anderen. Sprich mit Magna unter der Stadt der Populi. Sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie. Ja, wunderbar. Dann verteilen wir mal noch die Level-Ups. So. Weiter geht's bei Aurora, da oben. Dann, was wollen wir hier? Ja, die bessere Konterheilung, das wäre super. Gut, die Chance ist immer noch bei 30%. Naja, die HP-Schwelle ist ein bisschen höher.
So, dann Tempoaufwertung. Für die Nora einmal beschleunigen. Stufe 2, was macht das? 4 Runden lang 60%. 4 Runden lang 50%. Okay, ein bisschen mehr Beschleunigung. Schön. Der Robert kriegt einmal sicherer Schuss. Mehr Crit ist immer gut. Das war's auch schon. Sehr schön. Dann haben wir noch einen Stärke-Sternstaub. 41. Wer braucht denn Stärke? Der Robert braucht eigentlich Stärke. Kriegt er auch? Haben wir sonst noch was? Hier, ausweichen Sternstaub. 7, 9, 14, wow. Den kriegt die Rubella. Denn die soll ja überleben, möglichst lange jeweils. Rubella in Not haben wir immer noch. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie erledigen können. Im Zirkus in der Ebene. Schauen wir mal auf die Karte. Welche Ebene? Das muss ja doch hier irgendwo sein. Aber ich habe keinen Zirkus gesehen. Jetzt geht es dann wahrscheinlich hier weiter. Müssen wir mal schauen. Aber gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, indem wir dann die Marken nochmal aufsuchen und schauen, ob wir da zu dieser fliegenden Insel kommen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Northgate.